Ihr seht, heute sind wir für einmal mal draußen. Ich hoffe, das Wetter habt. Aber hey, schaut mal die Location an. Mega schön. Wir sind in meiner Heimatstadt in Solothurn. Und da sind wir bei guten Freunden von mir und dürfen ihren Garten brauchen für das Tutorial. Heute gibt es, wie ihr sicher schon gesehen habt, ein ganzes Boulet auf dem Grill. Und zwar würde man normalerweise sagen, auf der Bierdose. Ich habe auch Bier dabei. Aber es ist ja so, dass man nicht genau weiss, was für Schadstoffe hier freigesetzt werden. Und darum tue ich das Ganze heute ein bisschen anders lösen. Es gibt auch so Ständer, die man kaufen kann, wo man das Bier draufstellen kann. Das könnt ihr aber auch ganz einfach so mit einem Gonfiglas lösen. Wir müssen natürlich schauen, dass das Gonfiglas hitzebeständig ist. Da kommt dann das Bier rein, die frischen Kräutchen rein. Aber jetzt zeige ich euch sowieso mal, was die Zutaten sind, die wir brauchen. Zuerst braucht es natürlich ein Boulet. Das ist etwa 1,1 kg schwer. Dann haben wir Olivenöl. Ganz wichtig, Grillgewürze. Ich habe jetzt das vom Denner genommen und das passt wirklich super zum Boulet. Das könnt ihr gut verwenden. Ich habe das hier schon mal in ein Schälchen abgefüllt. Da seht ihr gerade warum. Salz. Dann haben wir hier ein Bier. Von dem brauchen wir aber nur etwa 2 Deziliter. Frische Kräuter. Ich habe hier Thymian und Rosmarin genommen. Aber ihr könnt einfach das nehmen, was ihr gerne habt. Und diese drei Sachen hier, die kommen eigentlich erst zum Schluss. Das ist Ahornsirup, Butter und Paprika. Dann starten wir natürlich mit dem Poulet. Da muss man als allererstes die Hautlappen hier abschneiden. Das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber das ist ja, überschüssige Haut und überschüssiges Fett. Dann ist nachher die Öffnung auch gerade gut, wo man das Poulet aufs Gläschen setzen kann. Und jetzt kommen wir zum Olivenöl. Das ist einmal so ein richtiges Politikum, ob man das Boulet mit Olivenöl bestreichen sollte oder nicht. Ich mache es, weil die Gewürze haben viel besser. Es gibt andere, die sagen, nein, auf keinen Fall. Aber ja, das kann man eigentlich so machen, wie man das möchte. Wie cool ist, du fährst jetzt gerade noch die Siesta hinten. Das Schiff gibt es schon, seit ich ein Kind bin. Also, jetzt wird das Ganze gewürzt. Und zwar kommt jetzt das Grillgewürz zum Einsatz. Da kann jetzt wirklich die ganze Außenseite gut eingerieben werden. Auch hier unter den Armen nicht vergessen. Das ist wie beim Duschen. Seht ihr, jetzt klebt das super mit dem Olivenöl. Es hat so eine richtig dicke Schicht gegeben. Umkehren. Und jetzt, nicht vergessen, kommt auch noch das Gewürz unter die Haut drunter. Da kann man hier vorne, oberhalb der Öffnung, die Haut ein bisschen lösen. So, das ist so in der Mitte zusammengemacht und dann gibt es so wie 2 Laschen. Und jetzt kann man das Gewürz auch noch dort drunter reiben. Und wenn die Hänge so aussehen, dann geht man es am besten schnell waschen, um weiterzumachen. Ich komme gleich wieder. Und alles, was man jetzt machen muss, ist kräftig salzen, das Vögel. So, auch innen. Das Boulet, das ist jetzt ready. Jetzt machen wir nur noch das Biergemisch. Und zwar braucht es etwa 2 Deziliter Bier. Das Gläschen reinfüllen. Und dann eigentlich nur noch Kräutchen drin, damit es noch ein bisschen Geschmack gibt. Vielleicht nicht ganz 2 Dezim, aber das reicht. Und da ist natürlich der Clou dran, dass das Bier nachher mit der Hitze verdampft im Boulet innen. Das Ganze schön feucht behalten, Geschmack verleiht. Und dass hoffentlich das Aroma der Kräuter auch noch richtig rauskommt. Und ihr seht, jetzt kann man das eigentlich einfach so reinstellen. In die Grill rein, das hält gut so. Die Flügel hinten, damit sie nicht verbrennen. Falls ihr hinten etwas gehört, das ist mein Hund, der so Chaos macht. Das Boulet ist bereit. Der Grill ist vorgeheizt auf 180 Grad mit geschlossenem Deko natürlich. Und das Boulet braucht so ca. 50 Minuten bis eine Stunde. Aber ganz wichtig, ich würde unbedingt den Temperaturmesser in die Brust reinstechen. Und wenn die Temperatur, Kerntemperatur vom Fleisch etwa 78 bis ich habe es lieber 80 Grad erreicht hat. Und mit 80 Grad ist es ein bisschen trockener, nicht ganz so saftig. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Also 78 bis 80 Grad und dann ist das Boulet fertig. 10 Minuten vor Schluss bestreiche ich das Boulet noch mit dieser speziellen Mischung. Bestreichen. Das zeige ich euch jetzt gerade.
Während das Poulet am Grillen ist, mache ich noch eine feine Soße. Und zwar hat mir der Freund, der uns die Location hier zur Verfügung gestellt hat, hat mir eine Soße gegeben zum Probieren, eine schon mal gegrillt haben. Das ist unglaublich fein. Man würde ja nicht denken, dass Creme Fraiche extrem gut zu Poulet passt, aber probiert das einmal aus, es wird mich von den Socken hauen. Wir brauchen dafür eigentlich nur Creme Fraiche. Dann frischen Schnittlauch. Provençal-Kräuter. Denn das ist eine Salatstreuwürze, da könnt ihr irgendwelche nehmen. Und normalerweise hätten wir eingebläut, müssen unbedingt scharfe Paprika nehmen. Ich habe jetzt heute nur milde mitgenommen, aber ich bin sicher, es wird trotzdem gut. Pfeffer. Vielleicht sollte man den Deko noch wegnehmen, dann funktioniert es auch. Zack. Und dann noch Salz. Jetzt hat der Timer gerade geläutet, das heisst, das Poulet ist seit 40 Minuten an der Wärme. Für die letzten 10 bis 15 Minuten, so lange wie es dann noch geht, laut der Temperaturanzeige, kommt jetzt eben noch die Mischung aufs Poulet. Und zwar schmelzen wir ein bisschen Butter schmelzen. Das mache ich alles Handgelenk mal pi. Ein bisschen Ahornsirup zum Butter, dann ein bisschen Paprika drin. Das Ganze sieht dann so aus. Und damit wird jetzt das Poulet noch einmal eingekleidet und bleibt dann den Rest der Zeit noch drauf. Der Grill hier, der hat jetzt so hinten so einen Booster. Seht ihr den? Den haben wir jetzt gerade angelassen. Und das würde ich auch unbedingt machen, so die letzten 5 Minuten, damit die Haut richtig kross wird. Es ist genau eine Stunde durch. Das Poulet ist ebenfalls durch. Es ist jetzt perfekt. Die Temperatur zeigt 80 Grad an, Kerntemperatur. Das kann ich jetzt rausnehmen. Und schaut euch mal das Vögel an. Es ist richtig kross geworden. Die Haut ist super so, das, was hier schwarz ist, dass sie nur die Gewürze die verbrannt sind. Und jetzt gibt es noch einen frischen Salat dazu und ich freue mich richtig aufs Essen. Bis zum nächsten Mal.